Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers und wir werden heute eine kleine, aber dafür entspannte Farmfolge machen. Ja, noch so ein paar Sachen organisieren, brauchen tun wir es jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, wir gucken, dass wir irgendwas Sinnvolles machen, dann hätte ich gesagt, wir machen gar keine Folge, sondern warten auf Freitag auf den Stream, indem wir die Base umbauen. Aber nee, wir werden jetzt noch ein bisschen farmen gehen. Das Inventar ist soweit vorbereitet. Jetzt sind wir nur ein Problem, dass ich die Kiste schon so vollgepackt habe. Es ist aber nicht weiter wild. Wir haben hier noch ein bisschen Platz drinne. Und wir haben hier vorne im Cockpit noch ein bisschen Platz drinne. Und da sollte eigentlich... Wobei, warte mal. 10.000 und hier haben wir... Na komm. Na gut, ist nicht viel Platz. Aber das ist nicht weiter wild. Wir können ja noch so einen Container oben drauf bauen. Oh mein Gott. Warte mal, ich probiere das mal aus. Der kommt dann aber nach der Farmtour wieder weg. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel vielleicht. Achso, wir brauchen natürlich Stahlplatten dafür. Ich denke, wir werden im Schwerpunkt heute... Ach nee, interne Panzerung braucht er ja. Wir werden im Schwerpunkt heute Eisen farmen, weil wir für die ganzen Blöcke massig viel Eisen brauchen werden. Das sieht aus, ey. So, Herstellung, Computer, Motor anzeigen. So, das sollte passen. Jo. Und dann entleeren wir das Ganze hier wieder. Perfekt. Jo. Was haben wir jetzt hier nicht für eine Masse dran? Wir. Echt jetzt? So viel? Warte mal, ich muss mal eben was gucken. Hä? Warte mal, kann das sein, dass er die komplette Base nimmt? Vielleicht sind wir hier gar nicht so schwer, wie wir eigentlich dachten. Weil der hat jetzt hier von der Masse genau denselben... Warte mal. Ach, guck. Der nimmt... Aha! Der nimmt, wenn es angedockt ist, alles komplett zusammen. Das heißt, unser Raumschiff ist gar nicht so heftig schwer. Klar, es ist immer noch schwer, aber nicht so krass. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Nice. So. Oh mein Gott. Ich denke, wir werden zunächst erstmal hier das Eisenvorkommen einigermaßen leer machen. Ich könnte auch mal wieder so einen kleinen Zeitraffer einbauen, glaube ich, während wir hier farmen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das Ding ist so merkwürdig gerade. Oh, ich muss niesen. Moment. So. Huch, wo kommen die ganzen grünen Punkte auf dem Monitor her? Sind das Feinde oder was ist das hier? Ach nee, hahaha. Ha, ha. So, wir müssen, oh. Wir müssen vorsichtig sein, was das angeht. Der sollte jetzt eigentlich unten sein, ne? Komisch. Na gut, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ich werde jetzt aber auch nicht mehr als 3, 4 Inventarfuhren, sage ich jetzt mal, da reinschmeißen. An sich hätte jetzt auch das Cockpit echt gereicht. Ne? Ach, egal. So, ich würde sagen, Timelapse startet jetzt. Ach, übrigens, nebenbei bemerkt, für die Leute, die sich immer fragen, warum ich das Gesteinzeug mitnehme, erstens, ich lasse ungern Sachen liegen und zweitens, und das Zeug braucht man tatsächlich, beziehungsweise das Kies später, für Reaktorkomponenten. Und auch davon werden wir noch eine ganze Menge brauchen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir davon brauchen. Ich vermute mal nicht so extrem viel, also wir haben wahrscheinlich schon viel zu viel Stein gesammelt. Aber ich bin halt immer so ein Typ bei solchen Spielen, ich kann einfach nichts wegschmeißen. Das ist so schlimm bei mir, bei Minecraft genauso oder bei ähnlichen Sachen. Das ist unglaublich. Weil ich habe immer das Gefühl, man könnte es ja später nochmal gebrauchen. Ich bin aber froh, dass es im Real Life nicht so ist. So, ich farm noch ein Ründchen weiter, würde ich sagen.
So, ich habe so ein bisschen Angst gerade, denn der zweite Frachtcontainer ist auch ziemlich voll. Aber wir probieren das einfach mal aus, würde ich sagen. Düsen an, entriegeln und ab. Oh, das ist jetzt überraschend gekommen. Nice. Ja, okay, gut. Ist mir auch recht, wenn es funktioniert. Nice. Ja, das große Problem ist eigentlich, dass ich an sich die Rohstoffmengen, die wir so bekommen, überhaupt gar nicht einschätzen kann. Weil ich weiß nicht, ist es viel, ist es wenig? Keine Ahnung. Aber ich denke, vom Eisen haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal einen ganz dicken Schwung bekommen. Und das ist ganz nett. Ich werde wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was anderes farmen. So. Zack. Aber zunächst schmeißen wir das ganze Gedöns erstmal hier in die Raffinerie. Ach so, ich hatte ja alles leer gemacht. Gut, die letzte Fuhre war sinnlos, eigentlich leer zu machen. Aber egal, passt schon. Wir werden erst den Stein verarbeiten. Eventuell müssen wir noch ein bisschen Uran nachschmeißen. Aber dann nur vielleicht ein Kilo oder so, mehr nicht. Einfach mal eben so ein Kilo Uran. Also eine ganz vorsichtige Menge. Ein Kilo. Ja, nice. Okay. Ja, eisentechnisch hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke, wir werden gleich nochmal schauen, dass wir ein bisschen Kobalt. Ne, wir holen noch Silber. Doch, ja, das ist eine Idee. Wir holen noch eine Fuhre Silber gleich. Das klingt nach einem Plan. Dann fliegen wir nochmal ein bisschen mit der Kiste hier rum. Gefällt mir. Aber zunächst schmeißen wir natürlich den ganzen Krempel da rein, ist ja klar. Vor allem Silber werden wir, glaube ich, noch eine ganze Menge brauchen, denn ich glaube, wenn wir uns später mit den anderen Triebwerken beschäftigen, die wir brauchen, um den Planeten verlassen zu können, wird noch einiges bei draufgehen, denke ich. Aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so informiert. Wir werden das nachher alles gemeinsam rausfinden, keine Ahnung. Wird schon irgendwie schief gehen. So, einmal noch. Alles klar, gut, dann haben wir das Ding wieder leer, perfekt. Und hier geht einiges. 10 Minuten, okay. Ist da noch Uran drin? Ne, hatte ich schon alles rübergeschleppt, ne? Ich hole nochmal schnell ein Kilo. Vor allem können wir dann den Anzug nochmal eben gleich aufladen. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Einer, genau. Ich denke mal, das sollte reichen für den Kram hier. Ja, okay. Was wollte ich tun? Ach ja, genau. Anzug aufladen, Flaschen aufladen und dann machen wir die nächste Runde. So, das haben wir. Ich denke mal, das Eis werden wir auch noch ein bisschen verbrauchen. Das Ding ist voll. Was sagst du energietechnisch? Okay. Aha, alles klar. Ach so, ich sollte vielleicht nochmal eben die GPS-Koordinate raussuchen. Dummdi-dumm. Silber haben wir da. Auf hat anzeigen. Das können wir mal eben ausmachen. Body Location können wir löschen. Da sind wir an unserem Assembler verreckt. Ja. Ah, da hinten war es. Genau. Okay, dann fliegen wir da hinten mal eben kurz hin. Das sind mal wieder diese, ach ja, 11 Kilometer waren das, krass. Ja gut, aber ich meine, gibt Schlimmeres, ne? Hier bei dem Silbervorkommen werden wir das Ganze ein bisschen anders machen. Den Stein werde ich nicht mitnehmen. Wir nehmen jetzt nur reines Silber mit und das eine ganze Menge, hoffe ich mal. Denn dieses Silbervorkommen ist immer ziemlich durchsiebt. Also da holt man, wenn man da reinbohrt, immer eine ganze Menge Stein mit raus. Aber ansonsten wäre das auch ein bisschen OP, meiner Meinung nach. Also das ist schon in Ordnung, dass das so gemacht ist, wie es gemacht worden ist. Denn, ja, ansonsten wäre das einfach ein bisschen zu krass, würde ich sagen. Ich fliege hier irgendwie bei Space Engineers sehr selten in dieser Ansicht. Weil man fühlt sich von außen einfach, huch, das ist eine Lüge, einfach sicherer. Aber so ist das eigentlich auch ganz nice. Warum sagt er mir hier Ship Fuel Low? 4 Stunden haben wir doch noch. Okay. Ja, die 20 Minuten reichen auch. Alles in Ordnung. Die Frage ist natürlich, liegt das am Uran oder an den Batterien? Ich denke mal, dass die beiden kleinen Generatoren einfach nichts hinbekommen, sagen wir das mal so. Und ich bin schon später gespannt, wenn wir das erste große Schiff anfangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da habe ich, ich habe da schon wieder richtig gute Ideen. Man muss halt immer darauf achten, dass man halt die Ideen halt auch so, ja, berücksichtigt, dass es überhaupt noch technisch umsetzbar ist. Weil das ist bei diesem Spiel nicht immer gegeben, sage ich mal.
So. Nee, das ist eine Lüge. Jo, und da wären wir eigentlich auch schon. Ich habe so ein bisschen Angst, zu lange C zu drücken. Ja, gut, geht. Ist ganz entspannt eigentlich. Wir können noch mal ein bisschen nach links rüber. Ja, links, rechts ist er sehr träge. Oh, das macht nichts. Ja, ist eine Lüge. So, dann wollen wir mal eben hier möglichst dicht beim Loch runter. Wir sind ja faul, ne? Das ist ja Standard. Joa, 20 Meter noch, alles klar. So, da hatte ich beinahe ein bisschen zu viel Gas gegeben nach unten. Ah, butterweiche Landung, perfekt. So wollen wir das haben, alles klar. Gut, dann ab nach draußen an die frische Luft und wir gönnen uns Silber. Ich muss mal eben gucken, was hier so überhaupt noch Phase ist. Stimmt, hier hatten wir unser Loch gebaut. Warte mal. Machen wir noch ein bisschen tiefer, damit die Steine sich da auch verpieseln können. Genau, und dann hatten wir hier Silber. Alles klar, dann let's farm again. Ich denke, das genügt fürs Erste. Mal wieder, ja, immerhin 43,7k Silber. Das ist nett, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Heimweg. Ah, jetzt. Ich dachte, irgendwas wäre zu schwer. Aber nee, passt, alles gut. Ja, ich denke mal, dass wir dann für die Zukunft und für die nächsten Generatoren, die wir brauchen, die wir auf jeden Fall brauchen werden, das kann ich schon mal versprechen, Energieverbrauch überladen.
Okay, von mir aus. Haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal wieder genügend Silber. Ich denke mal, damit sollten wir hinkommen. Ja, und es ist im Prinzip das, was ich befürchte. Die beiden Generatoren, oder der eine hier, der schafft es nicht, genügend Energie zu produzieren, um alle Düsen hundertprozentig anzusteuern. Aber wie gesagt, das ist auch nur vorübergehend. Der Frachtcontainer oben kommt gleich wieder weg. Genauso wie die Düsen an der Seite, die wir noch zusätzlich rangebaut haben. Denn dafür ist die Kiste beim besten Willen nicht ausgelegt. Nein. Aber war jetzt trotzdem eine gute Hilfe eigentlich. So nebenbei noch ein bisschen was zu farmen. Ja, und ich denke mal, dass wir dann am Freitag komplett durchstarten können. Dann werden wir hier mit unserem ganzen Krempel, den wir hier schon eingelagert haben, einfach rüberfliegen zu New Hope. Werden damit beginnen, den Berg wahllos zu zertrümmern. Und fangen dann an, irgendwann unsere Basis zu bauen. Ich denke mal, oder ich vermute mal, beziehungsweise ich gehe ganz fest davon aus, dass der Stream durchaus ein bisschen länger dauern kann. Ja, also wie gesagt, wir fangen 19 Uhr an. Und gucken dann mal, wie lange das Ganze geht. Also ich vermute schon, dass da einige Stündchen draufgehen werden. Und ich vermute auch, dass wir vielleicht nicht unbedingt am Freitag schon alles schaffen, was wir machen wollen. Ich sag mal so, das Ziel ist eigentlich, dass wir die neue Basis so weit hinbekommen, dass die autark funktioniert, ohne irgendwie Hilfe von außen oder von anderen Bases oder sonst irgendwo. Und ich denke mal, das sollten wir hinbekommen, ja. Das sollte machbar sein. Ja, wir sind gleich da. Gute Sache, dann können wir nochmal eben die Sachen von A nach B schleppen, wollte ich sagen. So, dann mal ab nach unten. Ja, das Ding ist hart überladen. Also nicht nur was die Fracht angeht, sondern was auch die Energieleistung angeht. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Wir sind ja gleich da. So, noch ein bisschen darüber und dann sind wir ja eigentlich schon so gut wie zu Hause, würde ich sagen. Boah, ich muss mit dem Abwärtsschub aufpassen, ey. Nach unten kommen sie alle. Die Frage ist wie. So, dann sind wir im Prinzip da, würde ich sagen. Ja, hat er funktioniert? Perfekt. Ja gut, perfekt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber hey, was soll's. Wie jetzt? Der hat einfach mal alles schon verarbeitet. Ja gut, ich denke mal, mit dem Silber wird er länger beschäftigt sein. Aber das macht nichts, denn ich werde wahrscheinlich gleich noch so ein bisschen hier in der Welt rumgucken. Und dann kann das Ding so nebenbei noch ein bisschen weiterverarbeiten. Beziehungsweise auch parallel zum Stream am Freitag. Das ist alles kein Problem. Alles easy going. So. Ja, und da hätten wir das ganze Ding wieder leer. Was hat denn jetzt eigentlich ein Kilo Uran gebracht? Warte mal, da ist schon wieder ein grünes Lämpchen an. Ja, okay. Gut, kann man machen. Ich denke, wir bauen jetzt hier erstmal das ganze Ding zurück. Das weg. Das Ding weg. Oh. Mistviech. Diese Werkzeuge... Hä, hallo? Und anvisieren sind zwei Welten. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber das habe ich jetzt gerade vergessen. Naja, egal. Boah, ich bin immer ultra vorsichtig mit diesem Abbauwerkzeug. Nun gut, dann schmeißen wir die Krempel rein und denke, dass wir dann so langsam Ende machen mit der Folge. Wie gesagt, wir sehen uns ja dann quasi, ich glaube heute ist Donnerstag, ne, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns im Stream am Freitag, 19 Uhr auf twitch.tv/jimmelzockt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Folge, beziehungsweise bis zum Stream. Tschüss!